mal, alle, die hier sind, sind derselben Meinung. Mit der Politik geht es so nicht weiter. Wer wird schon gerne von einer Ampel regiert? Will unsere Regierung nur das Allerbeste für uns und können wir ihr vertrauen? Erfüllen die Regierenden ihren Eid? Ich denke, wenn wir hier alle uns zusammentun und die Handwerker und die Unternehmer sich auch mit unserer Bürgerinitiative zusammentun, dann werden wir ja immer mehr. Und das ist so wichtig, weil nur dann werden wir gehört. Wie können wir wieder aufeinander zukommen? Denn nur wenn wir gemeinsam handeln, kommen wir aus dieser Misere wieder raus. Weil es wird nicht damit getan sein, dass wir nur die Ampel abwählen. Wir haben die Schnauze voll. Ich möchte es laut herausrufen, ich bin gegen Altersarmut, ich bin gegen die Schließung weiterer Pflegeeinrichtungen. Wir haben vor vielen Jahren haben wir mal gerufen, wir sind das Volk. Und ich denke, das sollten wir wieder tun. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Man hat gemeint, wer mit der Deutschlandfahne auf einer Demo gegen rechts auftritt, der würde eine antifaschistische Demonstration konterkarieren. Die allermeisten Menschen haben ihre sieben Sinne noch beieinander und können sehr wohl erkennen, welche Spielchen hier getrieben werden. Ihr werdet missbraucht und verbraucht für die Ziele eines Scholzen, Habeck und einer Baerböckin. Es geht nur um die Spaltung. Was ist links, was ist rechts, ist das scheißegal. Es geht doch darum, wo sind die Menschen, die dieses Land voranbringen wollen und wo sind die, die es zerstören? Und mein Schwiegervater stand hier mit einem Schild, weswegen er auch angefeindet wurde. Und das sage ich als Schlusssatz, da stand drauf, Freiheit ist doch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das sind die Bürger und uns passt einfach die aktuelle Politik nicht. Ich bin einer von denjenigen, die hier am 7.1. abends mit Strebern nach Berlin gefahren sind. Und wir haben da eine Mahnwache gemacht. 13 Tage haben wir da durchgehalten. Aber möglich geworden sind nur, weil in Berlin so tolle Menschen wohnen. Es war ein Wahnsinn, dieser Zusammenhalt, dieser Solidarität. Diesen Zusammenhalt, den wir da erlebt haben und erlebe ich heute wieder, ihr erlebt dieses Land überall im Moment. Lassen wir uns das nicht kaputt machen. Ich bin Gerlach aus Tetz, bin Landwirt und Ortsvorsteher und Stadtverordneter hier in Küritz. Ich war ungeimpft, war asozial und solidarisch. Dann war ich Bauer und war rechts. Ja, ich war 16, als ich den Beruf gelernt habe. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Ich wusste nicht, dass ich rechts bin. Ich bin auch unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Auch deswegen bin ich scheinbar rechts. Ich muss leider sagen, bei der letzten Landtagswahl ist es schwierig, heutzutage als Wähler, sich dafür irgendwelche Kandidaten zu entscheiden. Ich war so traurig, wo ich das gehört habe, dass über 50 Milliarden Euro hat die EU jetzt beschlossen, wieder mal für Ukraine Unterstützung hinschicken. Ja. Es ist traurig. Es ist traurig, es ist einfach traurig, dass unsere Gelder in den Krieg gesteckt werden. Ja. Ich weiß nicht, Mutter, Vater, jemand geschrieben, ihr schickt jetzt so viel Geld nach Ukraine und unsere Kinder dürfen weiter sterben. Es geht einfach bei der ganzen Frage mit den Flüchtlingen darum, dass wir erstens die Gesetze, die vorhanden sind, wieder einhalten und zweitens kann es nicht sein, dass bei mir manchmal Rentner sitzen, denen ich die gleiche Prothese anbiete. Und die sagen mir dann, dafür reicht meine Rente nicht. Ja, also ich gehöre zur BI und weiß ja, dass gerade politisch ganz viel los ist. Ja, vielleicht finde ich das Schlimmste gerade, dass ganz deutlich, also ich kann gar nicht genau
Ja, ich kann gar nicht genau sagen, seit wann es deutlich ist, aber allerspätestens seit Corona, dass überhaupt keine Meinungsvielfalt mehr ist, dass die Politik ganz sehr manipuliert, dass die Presse und dass die Presse mitgeht, dass es keine Gewaltenteilung mehr ist und dass die Demokratie sehr gefährdet ist. Ja, also ich bin Theologin und ich bin besonders getroffen, dass die Kirchen mitmachen in diesem ganzen. Ja, und ich wünschte mir so, dass auch die Menschen wieder entdecken, dass wir eigentlich ganz viel Hoffnung haben könnten und überhaupt keine Angst haben müssten. Und dass Religion da ein großer Pluspunkt ist und dass wir wieder unabhängig von den Kirchen gucken müssen, wie können wir uns als Menschen wertschätzen und uns Gott nicht aus der Hand nehmen lassen. Ja, weil mich das Thema interessiert, weil ich regelkonform mit allem, was hier gesagt wurde, bin und ja, weil ich dahinter stehe. Weil ich vor den Bauern einen Hut ziehe, dass die das geschafft haben, dass sie wirklich auf die Straße gegangen sind, Volk mobilisieren. Diese Kleinkämerei, was sie da in ihrem Kabinett veranstalten, die haben den Bezug zu uns verloren. Ne? Sie reden nur mit sich, nur ihre Meinung, und wenn man keine Meinung von außen zulässt, ist ein Kreislauf, den müssen wir durchbrechen. Ich wünsche mir mehr Leute, ich wünsche mir mehr Rückenhalt, und dieses in der Ecke drängen von rechts ist völlig unangebracht. Also Meinung sagen, akzeptieren, auch die Meinung anderer akzeptieren. Ich kann mit Leuten auch diskutieren, die sagen, aber wir unterstützen doch jetzt AfD. Ich bin nicht ein AfD-Wähler, will ich auch nicht sein. Ich habe meine eigene Meinung dazu, aber es geht nicht um die AfD. Es geht einfach nur um diese Missstände in dieser Regierung. Ja, also ich habe davon gehört, dass es diese Veranstaltung gibt, und ich mache mir schon seit vielen, vielen, vielen Monaten Gedanken um die Entwicklung hier in Deutschland und natürlich auch um meine Firma und auch eigentlich alle Menschen, die arbeiten, die immer mehr Steuern zahlen müssen, die Kosten steigen immer mehr, und ich möchte gerne sagen, was ich denke darüber, und wir dürfen das. Wir leben in einer Demokratie, wir dürfen auch politische Entscheidungen einfach nicht schön finden, wir dürfen uns dagegen wehren. Dass sie einfach unehrlich ist. Es ist für mich nichts Ehrliches mehr. Die Medien berichten nicht über das, was wirklich auf der Straße passiert oder wie es den Menschen geht. Ich möchte einfach sagen, Leute, schaltet euer Gehirn ein, denkt darüber nach.